herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe schon lange kein Style-Talk mehr gedreht, also schon ein Schminkvideo, aber nicht wirklich so mit euch geredet. Und ihr wisst ja, früher hatte ich so eine Serie, 10 Dinge, habe ich jeden Freitag online gestellt, aber da ich in der Zeit nicht so wirklich die Zeit dazu hatte und hin und her pendeln musste, habe ich das ein bisschen vernachlässigt, aber ich dachte mir, dass ich heute 2 Dinge, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, verbinde. Das heißt, 10 Dinge Video plus Style-Talk. Also heute geht's eigentlich komplett mit meinem Verlobten, weil ihr habt ihn ja sozusagen vor kurzem kennengelernt und ich wollte, dass ihr ihn einfach besser kennenlernt, beziehungsweise wie ich ihn sehe. Ihr habt es ja auch am Titel schon gelesen, worum es geht. Ich werde euch heute 10 Dinge nennen, was ich an ihm so liebe. Sehr kitschig, aber das war wirklich nicht mal so schwer, 10 Dinge daraus zu suchen. Ich habe das so in 1-2 Minuten alles hingeschrieben. Und das könnte auch ein langes Video sein, weil ihr wisst, ich rede zu viel. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich einfach über alle unnötigen Sachen reden kann. Ich würde dann sagen, wir fangen direkt an. Ehrlich gesagt freue ich mich übertrieben auf das Video, weil das so ein Thema ist, worüber ich sehr, sehr gerne rede. Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, dann die kennen das alles. Also das brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Ich benutze den NYX Angel Veil Primer. Ich bin voll aufgeregt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das Erste, was ich wirklich sehr an ihn liebe, ist, dass er immer so unerwartete Überraschungen macht, ehrlich. Also, er macht das so gut, er kann so gut Überraschungen machen, wenn ihr wüsstet. Er tut dann immer so, als hätte er nichts und danach denke ich mir so, oh ja, was für ein Typ, ey. Und das liebe ich wirklich an ihn. Also, kurz gefasst, er ist wirklich ein sehr romantischer Typ. Also, voll viele würden das gar nicht von ihm denken, weil er gar nicht so den Eindruck macht. Habe ich auch nicht von ihm gedacht, aber wirklich alles, was er macht. So diese ganzen Kleinigkeiten. Man sagt ja, die kleinen Dinge zählen und das ist wirklich so. Also früher sogar, wo wir so uns gerade so kennengelernt haben, sogar da hat er die ganze Zeit jeden Morgen so ein Zettelchen geschrieben. Er hat das nicht einfach ganz normal so geschrieben, so ja, guten Morgen, sondern er hat auf so ein Zettelchen geschrieben. Guten Morgen, ich kann euch so ein paar Beispiele hier sogar einblenden. Wirklich jeden Morgen und ja. Das fand ich halt eigentlich immer voll süß. Sogar, Leute, so ein Zettelchen hängt auch an meiner Wand. Genau da, wo ich schlafe, wenn ich aufwache, sehe ich dann immer sein Zettelchen, was da oben ist. Und da steht halt auch, guten Morgen. Das sind halt immer so seine Überlegungen und das finde ich halt immer richtig, richtig süß. So, jetzt machen wir mit dem zweiten Schritt weiter. Ich benutze hier die L'Oreal Perfect Match Foundation. So, ich habe euch jetzt etwas mehr rangezoomt, weil letztes Mal haben sich auch welche beschwert. Evo, du bist viel zu weit weg. Ja, und unter unerwarteten Überraschungen gehört auch diese Kette hier. Leute, diese Kette habe ich wirklich nicht erwartet. Also, als wir uns das erste Mal getroffen haben, hier in Bielefeld, auf jeden Fall ist er im Hotel geblieben. Und am nächsten Tag hat er mich halt von zu Hause abgeholt und wie gesagt, wir haben uns erst so neu kennengelernt. Und danach, ich mache so die Tür auf vom Auto, ich gucke so, da ist so ein kleines Päckchen von Douglas. Ich habe dann halt diese Kette drin gefunden, aber ich fand es halt mega süß. Also, wie gesagt, man erwartet es überhaupt nicht von ihm, aber der ist wirklich übertrieben romantisch. So, jetzt kommen wir zu Nummer 2. Ihr wisst ja, dass wir eine Fernbeziehung führen. Ich glaube, es gibt jetzt keine Person, die es nicht weiß, weil ich immer deswegen rumheule. Ich liebe es an ihm, dass er diesen weiten Weg, diese 550 Kilometer, immer hin und her fährt. Also ohne, dass er sich einmal beschwert oder sowas. Und er sagt es halt auch, dass er das immer gerne macht. Und das finde ich halt so schön, weil auf Dauer würde das eigentlich wirklich scheiße sein, sage ich ganz ehrlich. Für ihn ist es halt wirklich nie ein Problem, dass er diesen Weg immer hin und her fahren muss. Natürlich ist es scheiße. Also ich kann mir schon denken, dass es ihn natürlich manchmal so aufregt, wenn er vor allem im Stau steckt. Ah, by the way, ich habe auch den Concealer von Catrice benutzt, Liquid Camouflage Concealer, damit ihr Bescheid wisst. Er lässt mich auch nicht so schlecht fühlen, weil er wegen mir die ganze Zeit hin und her fahren muss, weil eigentlich fühlt man sich ja auch schlecht. Das würden wirklich nicht alle Männer tun, wirklich nicht. Also kein Mann, der nicht wirklich liebt, wird das tun. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, aber das sage ich ihnen auch immer, dass ich dankbar dafür bin. Ich habe auch Freundinnen gehabt, die jemanden von sehr weit weg kennengelernt haben und diese Männer haben sich immer irgendwelche Ausreden gesucht, damit die nicht diesen weiten Weg immer hin und her fahren müssen, beziehungsweise dass die das nicht mal einmal machen. Also das ist echt krass. Deswegen immer, wenn die mir das erzählen, dann bin ich immer noch dankbarer als sonst. Natürlich fahre ich auch hin und her, ne, wie er das tut, aber nicht so oft wie er. Und Leute, ich weiß ganz genau, wie diese Fahrten sind. Man will einfach, dass es vorbei ist. So, jetzt benutze ich so ein Loose Powder von Isadora. Hat mir mal eine Mitarbeiterin von Douglas empfohlen. Es ist immer so eine Sauerei mit Loose Powder. Das ist echt nicht normal. So sieht es aus. So, jetzt mache ich meine Augenbrauen mit Car Brow von Benefit. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr an ihm, dass er mich bei allem motiviert. Zum Beispiel so voll viele haben mich gefragt, so ja, wie steht er eigentlich zum Thema YouTube? Willst du danach aufhören nach der Ehe? Und ich denke mir so, nein.
Er ist mein größter Supporter, was angeht. Die meisten Ideen, die besten Ideen kommen eigentlich auch sogar von ihm. Wenn ich mal irgendwie keine Lust habe, keine Motivation, dann sagt er die ganze Zeit, ey, guck mal, du könntest doch mal so ein Video drehen, du drehst es doch halt voll gerne. Oder guck mal, das wird doch bestimmt gut ankommen. Zum Beispiel diese 10 Dinge, Ideen, waren auch von ihm. Das kam nicht alles von mir, Leute. Hinter diesen ganzen Videos steckt auch ein Mann mit schönen Ideen. Und er hilft mir eigentlich auch bei jeder Entscheidung. Ich habe euch ja in unserer Kennenlern-Story, verlinke ich euch gerne nochmal in die Infobox, ich habe euch erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Und am Ende habe ich erwähnt, ich habe wirklich einen sehr schlauen Verlobten und das ist wirklich so. Er hat echt einen Kopf so. Er macht Sachen nicht unüberlegt und das gefällt mir wirklich. Weil wenn ich mich mal entscheide, etwas zu tun, so unüberdacht, dann sagt er so, ey, stopp mal. Dies und das könnte vielleicht schieflaufen oder überleg das mal halt so rum. Dann habe ich halt auch andere Ideen oder andere Überlegungen. Wisst ihr, was ich meine? Sein Support gefällt mir halt wirklich. Und das ist auch eigentlich wichtig in einer Beziehung. Alles, was ich hier gerade aufzähle, ist wichtig in einer Beziehung. Ich weiß halt, dass er einfach nur mein Bestes möchte. Er sagt es mir natürlich auch, aber er zeigt es mir mehr, als dass er es sagt. So, meine Augenbrauen sind ein bisschen dick geworden. Ich habe schon lange nicht mehr mit Carbrow gearbeitet. Ich verbessere das Ganze mal. Ja. Ah, das ist meine Vlogging-Kamera. Ich freue mich, dankeschön. Jetzt kannst du gehen. Ich freue mich so sehr. Jetzt habe ich noch mehr Bock, Vlogs zu drehen. So. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt und für diesen Punkt wird er mich höchstwahrscheinlich hassen. Aber ich liebe es, dass er keine Angst hat, vor mir Gefühle zu zeigen. Viele Männer müssen ja eine Erfahrung tun. Aber eine einzige Sache muss ich noch anmerken. Er ist irgendwie nur Thema ich sehr sensibel. Also immer wenn es um mich geht, ist er sehr sensibel. Sonst habe ich ihn auch so komplett anders kennengelernt, was es angeht. Ich komme gleich noch zu einem anderen Punkt, was damit auch so einen Zusammenhang hat. Aber ihn ist meistens alles scheißegal. Auch so bei Sachen, wo ich zum Beispiel heulen würde, würde er wirklich keine einzige Träne fließen lassen. Und ich bin zum Beispiel übertrieben emotional. Ich würde einfach bei allem anfangen zu heulen. So. Ich bin wirklich sehr emotional. Ich nehme mir auch vieles immer zu Herzen, aber bei ihm ist es überhaupt nicht so. Außer, wenn es um mich geht. Und das sage ich nicht einfach so. Er hat mir das halt selber persönlich mal gesagt. Und das liebe ich aber an ihn. Also es ist halt wirklich nichts Schlechtes. Aber er hat einfach keine Angst vor mir, Gefühle zu zeigen. Und das kann auch nicht jeder. Schatz, betast mich nicht dafür. Jetzt schminke ich meine Augen. Ich glaube, ich schminke mich so, wie ich mich auf Aishas Geburtstag geschminkt habe. Sehr viele haben auch gefragt, ob ich mein Tutorial dazu drehen kann. Und das eignet sich gerade eigentlich ganz gut. Ah, ich benutze hier diese Palette. Und nehme die beiden Farben hier. Leute, ich verlinke das alles in die Infobox wie immer. Ne? Also deswegen erwähne ich nicht wirklich so die Namen von den Produkten, die ich jetzt hier benutze. Ich habe euch jetzt noch näher rangezoomt, damit ihr alles besser sehen könnt. Ich merke auch, dass die Farben hier in der Kamera viel besser rauskommen als bei meiner anderen Kamera. Was ich sehr lustig finde, die Familie von Tunjay schaut sich das Video gerade schon auch an. Und dann denken die so, wartet mal, so kennen wir ihn doch gar nicht. Ich sag hier so die ganzen Wahrheiten über ihn. Ach, der Arme, es tut mir irgendwie leid. Jetzt nehme ich meine Naked Heat Palette. So, jetzt kommen wir zu Nummer 5. Aber da bin ich mir sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die das an ihn liebt. Aber das sind seine Hände, Leute. Das habt ihr so oft geschrieben, was für schöne hat der. Warum hat er so schöne Hände? Das hört sich gerade bestimmt richtig komisch an, ne? Aber zum Beispiel, wo wir die Torte gebacken haben, er hat ja so die Bananen geschnitten. Und da kamen auch übertrieben viele Kommentare deswegen. Er hat einfach so richtig sanfte, weiche Hände, so. Das ist echt nicht normal für einen Jungen. Also wenn man so meine Hände anguckt, so, man denkt so, ja, what the fuck? Das ist so praktisch mit Wimpern-Extensions. Man steht auf und man sieht schon ganz gut aus. Ey, das ist einfach richtig gut. Die beste Erfindung, glaube ich. So, jetzt machen wir so ein halbes Cut-Crease, dass ich mal sowas sage. Aber ich habe das halt an dem Tag versucht und es hat eigentlich einigermaßen gut geklappt. Das mache ich mit dem Concealer wieder von Catrice. Damit klappt es eigentlich ganz gut. Die Leute, die sich meine anderen Make-up-Tutorials angesehen haben, denken sich so, oh, was ist mit Ero los? Sie gibt ja hier alles. Ja, Leute, wisst ihr was? Man muss sich einfach weiterentwickeln können. Ich meine, ich habe mir mittlerweile so viele Tutorials angeschaut. Da muss man das irgendwie langsam einigermaßen können. Ja, das war schon irgendwie... So, dann habe ich Dirty Talk genommen. Das ist so eine dunkle, schimmrige Farbe. Das habe ich dann einfach so aufgetragen. Ich liebe diese Palette, weil sie so pigmentiert ist einfach. Jetzt kommen wir zu Nummer 6 und ich habe ja eben gesagt, beim Gefühle zeigen, wir kommen gleich zu einem Punkt, was einen Zusammenhang mit dem hat. Und zwar liebe ich es an ihm, dass er das Leben nicht zu ernst nimmt. Also immer wenn irgendwas Schlechtes passiert und wo sich voll viele eigentlich drüber aufregen, so juck nicht Modus. Und das war früher bei mir halt auch so, ich habe mich über
die unnötigsten Sachen aufgeregt, wirklich die unnötigsten Sachen. Mittlerweile, also seit der in meinem Leben ist, denke ich mir halt auch so bei allen Sachen so, egal, juck nicht, scheiß drauf, wird beim nächsten Mal besser oder weiß nicht. Also ich habe auch meine Einstellung geändert und das habe ich eigentlich auch so durch ihn. Ich war wirklich immer von 0 auf 100, so wirklich so in einer Millisekunde. Deswegen bin ich, glaube ich, auch etwas ruhiger geworden. Ihr schreibt das ja auch immer unter meinen Videos so, Evo, du bist so ruhig geworden. Also wenn meine Mutter das schon gemerkt hat, ne? So, das Ganze wird jetzt noch verblendet. Gleich kommt noch was in meinen Innenwinkel rein, also das wird nicht so bleiben. Ich nehme hier die dunklere Farbe. Jetzt kommen wir zu Nummer 7. Das wird, glaube ich, auch so ein bisschen Klischee sein. Aber ich liebe es, dass er mich wirklich immer zum Lachen bringt. Ist so lustig einfach, ne? Wenn ihr wüsstet. Ich habe ja sowieso erwähnt, dass wir einfach denselben Humor haben. Und ich bin hier eigentlich sowieso selber immer so richtig lustig drauf. Ich bin immer so ironisch drauf, sage ich mal. Der ist einfach noch schlimmer als ich, glaub mir. In unseren Vlogs merkt ihr ja auch so, er sagt so Sachen, die keiner erwartet. Sogar meine Mutter lacht sich immer wegen ihm tot. Er hat einfach so einen Charakter, der versteckt ist, wirklich so. Man müsste wirklich viel Zeit mit ihm verbringen, damit man weiß, was eine Person er ist. Und das war bei mir genauso. Mit diesem Blenderpinsel verblende ich das Ganze, damit das halt etwas smooth aussieht. Jetzt kommen wir zum Highlight, meine Damen und Herren. Das ist von Urban Decay, die Heavy Metal Glitter Eyeliner. Aber ich werde das halt nicht als Eyeliner benutzen, sondern hier, wie gesagt, mein Innenwinkel. Und hier in meiner Lidfalte mache ich das halt auch, aber ganz wenig. Bloß nicht die Augen komplett öffnen, weil sonst verschmiert das Ganze. Erstmal ein bisschen trocknen lassen. Und so lange rede ich über die Nummer 8. Das ist die Intelligenz in seinen Handlungen, Leute. Wie ich eben halt erzählt habe, er ist wirklich sehr schlau. Das würde ich wirklich über keine Person sagen, ne? Dass es bei denen so der Fall ist. Wie gesagt, er macht nie etwas unüberdacht. Er entscheidet sich auch nicht so schnell. Er macht sich erstmal richtig Gedanken. Leute, sogar wenn er ein Foto auf Instagram online stellen möchte. Wenn ihr wisst, wie lange er braucht, bis er eine Caption hat. So die Beschreibung, die man halt so auch noch hinschreibt, wenn man ein Foto online stellen möchte. Aber am Ende kommen halt so richtig basic Sachen raus. Aber er macht sich immer so viele Gedanken. Das hat zwar jetzt in diesem nicht wirklich was mit Intelligenz zu tun, aber ich meine so, wenn er was macht, dann macht er sich übertrieben Gedanken erstmal deswegen. So, jetzt ist Contouring dran. Hier benutze ich die Anastasia Beverly Hills Palette. So, jetzt kommen wir zu Nummer 9. Was nicht nur bei Männern wichtig ist, sondern auch bei Frauen. Dass man Ziele im Leben hat, dass man sich Ziele setzt. Er setzt sich was in den Kopf und danach versucht er das wirklich zu machen. So bis zum geht nicht mehr. So ist es bei mir genauso eigentlich. So, ich habe immer Ziele gehabt. Auch wenn es nichts Wichtiges war, aber bei mir ist zum Beispiel Planung A und O. Wenn ich irgendwas vorhabe, dann muss das komplett durchgeplant sein. Für andere würde das gar nicht so in Frage kommen, das was wir uns zum Beispiel vornehmen. Und ich wiederhole es nochmal, das ist wirklich nicht bei allen Männern so. So, jetzt mache ich noch schnell meine Nase und komme zum letzten Punkt. Jetzt trage ich mein Highlighter auf. Das ist eigentlich ein Lidschatten, aber diesen Lidschatten habe ich euch bei meinem Amazon-Produkt unter 1 Euro vorgestellt. Und die Pigmentierung habt ihr sehr gut im Video gesehen. Ich habe es aber noch gar nicht als Highlighter benutzt. Das werden wir jetzt zusammen sehen, wie dieser Lidschatten sich als Highlighter macht. Ciao, ich habe nicht mal was gemacht. Auch unter die Augenbrauen ein bisschen. Ja, dieser Highlighter ist echt gut. So, jetzt kommen wir zum letzten Schritt beim Make-up und zum letzten Punkt über meinen Schatz. Er gibt mir immer, immer das Gefühl, obwohl wir so verschieden sind, glaubt mir Leute, wir haben nicht so viele Gemeinsamkeiten, dass wir füreinander bestimmt sind. Also glaubt mir so, vom Charakter her, vom Verhalten her, wir sind so verschieden, ne? Wir sind wirklich so verschieden. Weil viele sagen auch so, ja, Gegensätze ziehen sich an und so. Aber glaub mir, das klappt halt nicht wirklich immer, wenn man so verschieden ist. Aber ich liebe es an ihm, dass ich einfach weiß, dass wir füreinander bestimmt sind. Wenn ich so denke, was ich so am Anfang über ihn gedacht habe, ne, dass nichts daraus wird, dass wir wirklich überhaupt nicht zusammenpassen und alles drum und dran. Das sind einfach alles Vorurteile. Wenn ihr einen Menschen wirklich nicht gut genug kennt, dann sagt sowas nicht. Weil sonst verpasst ihr die Liebe eures Lebens, kann ich wirklich so sagen. Jetzt ohne zu übertreiben. Ich muss mich bei diesem Video auch ein bisschen zurückhalten, weil ich dann wirklich immer so emotional wurde, da wir uns wieder schon lange nicht mehr gesehen haben. Aber er kommt bald wieder. Das war's dann auch mein Video. Das waren meine 10 Dinge, die ich an die Liebe, Get Ready With Me Video. Ich hoffe, der Look hat euch gefallen oder das Video generell. Falls ihr diese beiden Videos noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne mal hier draufklicken, was ihr möchtet. Falls ihr mich noch nicht abonniert, dann tut es jetzt, weil es werden sehr, sehr coole Videos kommen.
versprochen. Und für die 10 Dinge Videoreihe, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Zeigt mir, wie sehr ihr solche Videos wünscht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.